Hallo, liebe YouTuber. Ich habe ja als letztes Video ein kleines, naja, Origami war es nicht, es war eine mathematische Bastelei. Und diese mathematische, oder wieder so eine kleine mathematische Bastelei, habe ich jetzt wieder gemacht. Glaubt nicht, dass ich in, das jetzt selber mathematisch könnte. Ich habe es einfach auf mathematischebasteleien.de gefunden. Und ja, dieses Ding, was ich jetzt hier habe, schimpft sich, jetzt muss ich wieder gucken, Tetraflexagon. Es sieht auf den ersten Blick fast aus wie ein Zaubertrick, aber es ist eigentlich nur reine Mathematik. Wir haben hier ein kleines Zettelchen, auf dem befinden sich vier Einsen und auf der Rückseite vier Zweien. Und jetzt kann man schön dieses Zettelchen zusammenfalten und eine 3 zum Vorschein bringen. Und die 1 ist plötzlich weg. Wo ist die 1 aber hin? Die 1 ist hier hinter. Wenn ich es jetzt gerade. Dies ist eine kleine mathematische Spielerei einer punktsymmetrisch gefalteten Papierlasche. Ja, ich möchte jetzt von euch auch ein paar Basteleien sehen. Und ja. Ob es nur Origami ist oder wie dieses Gerät hier auch etwas geklebt oder geschnitten, Hauptsache selbst gebastelt. Viel Spaß dabei!